Herzlich willkommen bei Wer will Cloud.com. Ich möchte euch heute den Carbonizer vorstellen. Der kommt von Casolino Mods. Das ist ja ein Hersteller, Designer, der jetzt öfter mal auftaucht. Bekommen habe ich sie aus dem UK Vapor Forum. Es gab insgesamt nur 15 Stück. Da er sie jetzt aber auch auf seiner eigenen Seite schon verlinkt hat, allerdings mit Out of Stock, kann das sein, dass es natürlich davon noch mehr gibt. Hier geht es weniger um Funktion, obwohl Carbon hat ja seine eigene Funktion, ist halt extrem stabil. Man wird sich da sicherlich draufstellen können, ohne dass was passiert. Aber in erster Linie geht es hier um das Design. Denn wer Carbon kennt, der weiß, wie schön das ist. Passen natürlich am besten auf einen schwarzen Mod-Träger, finde ich, also auf einen schwarzen Akkuträger. Ich habe ihn hier nochmal auf dem Cube drauf. Das ist praktisch der kurze, das ist der lange. Kommen tut der Satz allerdings nur mit zwei Steel-Endcaps. Das hier sind eigene Steel-Caps und zwar von den Siam-Mods. Da kann man auch schon mal sehen, das ist natürlich super. Er hat sich an die 16 mm gehalten. Es gibt ja einmal die 17 mm von den normalen DC-Tanks, die schon ein bisschen länger auf dem Markt sind. Und Siam benutzt und auch Just Vapor benutzt einen 16 mm Durchmesser. Das heißt, ich kann die Carbonizer-Tubes praktisch einmal mit den eigenen Steel-Endcaps benutzen. Das sind abschließende, also die sind sehr dicht abschließend an der Tube und sind oben und unten halt geriffelt. Man kann dann aber auch die von Siam benutzen, die stehen etwas über, denn die sind ja etwas breiter. Das finde ich, sieht auch sehr schön aus, gefällt mir fast besser als die Original-Steel-Caps, die dabei sind. In dem Satz, wie gesagt, zwei Tubes, zwei Steel-Caps und ein Satz O-Ringe. Der kurze, ich habe jetzt keine kurzen normalen Kartos da, sondern habe hier nur die langen XL. Das heißt, er guckt hier bei mir oben ein Stück raus und dann habe ich oben einfach nur den kleinen Drip-Tip, den Flat genommen. Das sieht sehr schick aus, finde ich. Habe im Moment ein bisschen Pech mit meinen Kartos. Ich habe zwei verschiedene jetzt probiert, die sind einfach nicht doll, sind allerdings auch nur Name gewesen. Ich warte auf Boge-Kartos. Ich hoffe, dass die auch ankommen. Ein Paket vermisse ich nach wie vor aus Amerika. Das ist immer noch nicht da. Warnsendung war jetzt nicht so hoch, aber ich kann es einfach gar nicht oft genug erwähnen, weil es jetzt schon 3 Monate unterwegs und soll nochmal mit FedEx losgeschickt worden sein. Darum geht es jetzt aber nicht. Die waren sehr schnell bei mir. Preis, hatte ich den Preis schon gesagt, 33 Euro. Ich hatte das noch in Pfund bezahlt, weil das hier aus dem UK-Forum kam. Auf seiner Seite sind sie jetzt mit 33 Euro angepriesen oder ausgepreist. Auch gleich mal sehen, das ist einer von den Kartos, die irgendwie einfach überhaupt nicht laufen wollen. Entweder gab es eine Serienstreuung oder weniger Serienstreuung, sondern einfach nur einmal 4 Stück, die einfach alle nicht richtig laufen. Viel von der Funktion kann ich gar nicht sagen, außer bei Carbon kann man jetzt natürlich sagen, wo man, wenn da Liquids drin sind, er hat innen drin eine dreifache Schicht eines wie drückt er das aus? Ich muss selbst mal eben gucken. Also es ist biologisch echt, also medizinisches Material, was er drinnen verwendet hat, um das Ganze dann auch für uns Dampfer sicher zu machen. Das finde ich ganz schön. Fässt sich gut an, schöne glatte Oberfläche. Aber wie gesagt, geht hier einfach mehr um das Aussehen. Ich mag Carbon, kommt ja im Endeffekt so aus dem Motorsport. Klasse Material. Mehr kann ich jetzt eigentlich gar nicht dazu sagen, außer dass sie mir wirklich gut gefallen. Wie man die Kato-Tanks befüllt, weiß ja im Endeffekt jeder. Ich muss noch mal eben gucken. Man kann sie nicht mit dem Just Vapor Kappen umbauen, ohne
praktisch, also ein E2 da draus, ein CE2-Verdampfer draus zu machen, Tank. Da muss man dann den CE2 ein bisschen kürzen. Aber die Kappen passen, das hatte ich schon ausprobiert. Einzige ist, sie gehen sehr schwer rein und raus. Also da hat er auf den letzten Millimeter gearbeitet oder Mikrometer. Da habe ich ganz schön Mühe gehabt, die auseinanderzubekommen. Der Trick dabei ist, sie ein bisschen zu drehen. Also halt beim Raufdrücken und beim Abnehmen ein bisschen zu drehen und dann rauszuziehen. Deswegen hat er bei sich eventuell auch die Riffelung. Er bietet auch noch andere Tanks auf seiner Seite an. Einmal mit Steel Windows, also Steel Tube. Und einmal Macrolon, würde ich sagen. Da hat er dieselben Endcaps einfach für verwendet. Da würde ich sagen, da könnte man designtechnisch meiner Ansicht nach noch ein bisschen was machen, weil man kriegt dieses stark geriffelte auch nur schwerlich zum Glänzen. Oben sind sie einigermaßen poliert, aber wie gesagt, hier ist das so, dass auch der Abschluss von den Siam Caps einfach auch mit den Akkuträgern ein bisschen besser zusammenpassen. Er sieht auch sehr gut aus, wenn man ihn auf den Steel Cube schraubt. Dann ist das im Endeffekt eher der Kontrast. Man hat die Stahlkappen oben und unten und den Stahlträger und oben dann einfach eine schwarze Tube, einen schwarzen Tank. Hier ist das eher, dass die Steel Caps den Kontrast bilden zu dem schwarzen Träger und dem schwarzen Tube. Das ist mir eine Designfrage oder wie man es leiden mag. Wird sicherlich auch ganz schön auf der schwarzen Lavatube aussehen. Ich habe ja einmal von Siam einen ganz normalen schwarzen Tank. Der ist aus Darin. Den hatte ich mir geholt, weil ich das ganz schön fand mit der schwarzen Lava-Tube. Wenn ich jetzt die Carbon-Tanks schon gehabt hätte, die Carbonizer, dann hätte ich auf diesen hier sicherlich verzichtet. Aber der war nicht so teuer, das macht nichts und ich finde das einfach schön. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen mit dem Befüllen. Ich benutze nach wie vor von Siam die Füllkappen. Das heißt, man nimmt den Drip-Tip oben ab, nimmt dann den Befüller und dann kann man den Tank einfach ein bisschen hochschieben. Und dann sieht man hier schon, wenn man ihn jetzt von oben befüllt, kann man schön mit dieser mit dem abgewinkelten Stück einfach oben reinfüllen, so dass der Karton nicht vollläuft. Man sollte dann ja auf jeden Fall bei Karton-Tanks, ne, man macht ihn dann wieder runter, kann dann oben den abziehen und dann den Drip-Tip wieder drauf stecken und ist dann wieder dampfbereit. Wichtig ist ja vorher noch, ich sag's lieber nochmal, wenn man einen Kartotank dampft, dass man den Wattekarton zuerst befüllt mit der Menge, die er verträgt. Die großen, das sind ca. 1,2, 1,3 Milliliter und dann erst den Tank befüllen. Ansonsten wird er sofort kokeln. Den Kokelgeschmack kriegt man aus den Watteverdampfern sehr schlecht wieder raus. Seid ihr gerade dabei, mit dem Rauchen aufzuhören, wünsche ich euch wirklich viel Glück dabei. Seid ihr beim Dampfen, viel Spaß. Und ich habe nochmal kleine Erfolgsmeldung für mich selbst. Mein Desktop-Zeiger, mein Rauchfrei-Ticker hat mir gestern ein halbes Jahr rauchfrei angezeigt. Vielleicht blende ich gleich nochmal ein kleines Bild ein. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.